Herzlich willkommen zu diesem achten Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Und jetzt geht es hier in diesem achten Video darum, einfache Funktionen zu verwenden, nämlich hier genauer gesagt die Summenfunktion, Mittelwert, Maximum, Minimum. Andere Funktionen kannst du in einer ähnlichen Art und Weise einsetzen. Ja, ich habe hier schon ein paar Zahlen eingetippt. Ich möchte dann hier von diesen Zahlen hier die Summe berechnen. Das möchte ich in dieser Zeile machen und in dieser Zelle natürlich besonders. Ich drücke hier dieses Gleichzeichen, wie immer der Anfang einer Berechnung in Excel, und wähle mir dann die Summenfunktion aus. Ich klicke hier auf Autosumme und hier auf dieses Pfeilchen, das darunter geht, und habe hier dieses Summenzeichen. Und das schlägt mir dann schon vor einen bestimmten Füllbereich, den ich mir dann festlegen kann. Und das werde ich dann auch machen. Ich klicke hierher auf Summe. Das schlägt mir hier dann einen Bereich dann vor. Ich möchte aber einen anderen Bereich haben. Klicke jetzt hier hinein und ziehe jetzt hier, verändere diesen Bereich hier auf der Seite. Nehme hier am Eckbereich und da trägt er mir hier ein C6, also von hier C6 bis C11. Das passt für mich so gut und ich drücke jetzt Enter. Und er hat mir hier dann die Summe von C6, das ist der Doppelpunkt dazwischen, hier bis C11 eingetragen. Das war die Summe. Jetzt möchte ich den Mittelwert berechnen. Mache wieder das Gleichzeichen. Gehe dann hier wieder zur Autosumme, möchte jetzt den Mittelwert berechnen. Sagt man dann wieder, okay, ich möchte das dann so und so machen. Nehme also den Mittelwert. Ich soll mir wieder den Auswahlbereich dann festlegen. Ich möchte ihn wieder dann auf diese Zellen, die ich da drüben habe, dann beziehen. Geht es hierher, verschiebe dann hier diese äußeren Bereiche. Muss mal ein bisschen schauen, dass ich dann die wirklich dann erwische. Schieben wir es einmal so her, das kann jetzt sehr einfach. Jetzt habe ich es am Eck gefasst und jetzt macht er hier wieder C6 bis C11, soll man den Mittelwert ausrechnen. Ich drücke Enter und er hat mir den Mittelwert dann ausgerechnet aus diesen Zahlen, also diese Zahlen zusammengezählt und dann durch die Anzahl dann dividiert. Dann möchte ich den Maximalwert dann haben, das Maximum haben, wieder das Gleichzeichen, gehe wieder hier herein, wähle hier Max aus. Das hier dann so genommen, klickt nochmal hier. Er nimmt hier diesen Max-Wert. Ich lege jetzt wiederum dann den Auswahlbereich dann fest. Muss das hier wieder so einstellen. Drücke wieder, hier schreibt er hin die Formel: Max C6 Doppelpunkt C11. Und die größte Zahl wird mir in dem Fall hier dann angezeigt. Dann möchte ich den Minimumwert haben. Auch wieder Gleichzeichen, gehe wieder hier auf Autosumme. Nehme hier den Min-Wert, nehme das jetzt ja noch einmal. Jetzt hat er mal Summe genommen, das möchte ich nicht. Ich möchte den Min-Wert hier nehmen. Er hat hier noch die Summenfunktion, die lösche ich jetzt hier heraus. Siehst du gleich, wie das auch nicht gehen kann, wieder das Gleichzeichen. Gebe wieder her, nehme wieder den Min-Wert, wähle nochmal Min und jetzt habe ich hier die Min-Funktion. Und da versuche ich jetzt eben hier wiederum den Wertebereich festzulegen. Drücke Enter und die kleinste Zahl, das Minimum aus diesen Zahlen ist die Zahl 3 und die hat er mir hier festgelegt. Und wie immer bei Excel, wenn ich hier die Zahlen verändere, passen sich auch automatisch dann die Berechnungen an. Ich trage jetzt hier 2 an, dann würde hier das Minimumwert an der 2 eingetragen werden. Und es würde sich hier auch die Summe und der Mittelwert natürlich dann dementsprechend dann verändern. Ja, und andere Berechnungen. Wiederum mit dem Gleichzeichen, geht hier auf Autosumme, könnte weitere Funktionen sich einblenden lassen. Also alle, wenn ich hier alle durchgehen würde, also wirklich zahlreiche Berechnungsmöglichkeiten, die wir hier dann in Excel dann, in diesem Tabellenkalkulationsprogramm dann auch tatsächlich haben. Danke für die Aufmerksamkeit.